Ja. Hilfe, kann mich jemand von diesem Vieh befreien? Na, das darf doch. Sieh doch, er ist in einer fleischfressenden Pflanze gelandet. Sollten wir vielleicht irgendetwas tun? Kannst du mal aufhören? Schlafdisteln. Das funktioniert garantiert. Ich wette, er war auf einer Spionagemission für Rixel. Dankeschön, dass du mich von diesem Affen befreit hast. Fürs Erste. Ich verstehe es nicht. Wieso ist dieser Tokito immer wieder hinter dir her? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich hier die Fremde bin? Ja, darüber wollte ich außerdem noch mit dir reden. Du hast uns nie wirklich erzählt, wo du herkommst. Darüber möchte ich nicht sprechen. Aber Freunde sollten über alles miteinander reden, Varia. Das Orakel sagt, hör gut zu, wahre Freunde sind immer da. Aber du findest immer eine Ausrede abzuhauen. Wohin gehst du? Ist doch egal. Wieso solltest du mir überhaupt etwas glauben? Das tut doch sowieso keiner. Was meinst du damit? Ich bin nicht wirklich eine Prinzessin. Ich bin nur ein Mädchen. Und ich wollte mich mit euch anfreunden, weil ihr mir so cool vorgekommen seid. Und weil ich sonst überhaupt keine Freunde habe, mir. Naja, vielleicht verdiene ich ja auch keine... Varia, warte. Bleib hier. Warum denn? Weil du unsere Freundin bist. Du bist jetzt Teil des Teams. Meinst du das ernst? Ist das auch nicht irgendein Trick? Ist es nicht. Wir hatten doch heute Spaß, oder? Und so könnte es weitergehen. Es ist nur... Vielleicht solltest du dich nicht immer so geheimnisvoll verhalten. Okay. Ich werde mir Mühe geben. Und was machen wir mit dem hier? Wir werden ihn zu Tessandra bringen. Die weiß, was zu tun ist. Los, komm, wir erschrecken ihn. Das ist nicht witzig. Da war eine sehr gefährliche Kreatur in der Nähe. Oh, du meinst den Frosch auf deinem Kopf? Himmel, was soll denn das? Er sollte uns offenbar ausspionieren. Doch er war wohl zu aufgeregt. Ach, dieser lausige Kriecher.